Wodurch kann der pH-Wert im Aquarium ansteigen, wenn Dünger und Wasser sowie Dekoration weder Härte noch sonstiges verändert? Habe gelesen, es gibt so eine Bicarbonat-Assimilation. Ist da was dran? Es ist folgendermaßen. Ja. Erstmal gibt es eine Abhängigkeit von CO2-Gehalt im Wasser, Carbonathärte und pH-Wert, ja, eine Dreiecksbeziehung. Ja, also da ist der eine Wert vom anderen abhängig, beziehungsweise der pH-Wert eigentlich ergibt sich aus den anderen beiden Werten. Ja, ja, also ein hoher pH-Wert bedeutet eigentlich fast immer auch, dass du eine hohe Carbonathärte hast. Ja, und wenn der pH-Wert auch, je höher der ist, umso geringer ist dann dagegen der CO2-Gehalt des Wassers. Das kann verschiedene Ursachen haben, wenn der pH-Wert hoch steigt. Ja, das können sein, dass du einfach viele Pflanzen drin hast und kein CO2 zugibst. Ja, dann assimilieren die Pflanzen das CO2 und entsprechend kein freies CO2 mehr, bedeutet automatisch Ansteigen des pH-Wertes. Darüber hinaus gibt es auch Pflanzen, die also bei CO2-Mangel in der Lage sind, Kohlenstoff aus der Carbonathärte rauszulösen. Die sogenannte biogene Entkalkung nennt man das. Das ist das, was du wahrscheinlich mit der Bicarbonat-Assimilation meinst. Ja? Das ist die sogenannte biogene Entkalkung. Das können nicht alle Pflanzen, aber einige können das. Ja? Da wird also aus der Carbonathärte das CO2 rausgebrochen. So, entsprechend entstehen Hydroxide. Und Hydroxide sind Laugen. Und Laugen steigen ganz massiv den pH-Wert. Ja? Das ist die eine Konstellation. Die andere Konstellation ist zwangsgefilterte Aquarien. Ja. Unsere Filterbakterien sind sogenannte autotrophe Bakterien. Das heißt, das sind Bakterien, die sich nur von anorganischen Stoffen ernähren können. Die können zum Beispiel keinen organischen Kohlenstoff aufnehmen. Das heißt, um ihre Körpersubstanz, ihre Körpermasse zu bauen, brauchen die aber auch Kohlenstoff. Und diesen Kohlenstoff beziehen sie auch aus CO2. Ja, und entsprechend ist es so, wenn du ein zwangsgefiltertes Aquarium hast und dieser Zwangsfilter läuft wie fast in jedem Aquarium einfach deutlich über das Maß hinaus, das nötig wäre, um die Stoffwechselprodukte abzubauen, verbraucht das einfach viel mehr CO2 als ein anderes System. Ja, und entsprechend Verbrauch des CO2 haben wir gerade schon gehabt. Lässt den pH-Wert ansteigen.